Und wenn wir noch die dritte Lehre des Judentums hinzufügen, habe ich das, da weiß ich fast gar nichts von. Das war der erste ja natürlich. Ja, genau. Und ich sehe das ja immer sehr, sehr neutral eigentlich. Ja? Ja. Und zwar von meinen Eltern so einigermaßen christlich erzogen worden, auch getauft worden, oder wie man das dann nennt. Ja. Aber ich habe schon als kleines Kind irgendwie immer so alles in Frage gestellt, egal was. Ja? Mhm. Wenn einer gesagt hat, so, das ist so und so, so sage ich ja, warum müssen das so? Ne? Manchmal wird man gesagt, ja, das war keine Fragen, es ist einfach so. Und vor allem in dieser Glaubenslehre ist es ja so, dass es sehr schwierig ist. Ja. Es ist ja so ein komplexes Thema. Da ist es klar, wenn man sagt, wenn man schon weiß, dass die Kreuzigung Jesus nicht richtig gewesen ist, dann muss man das in Frage stellen. Aber das glaube ich so, ich sehe das so immer so an und dran. Auch im Islam, weil ich ja viele Thesen, viele Rollen, es gibt ja nicht nur einen Islam in einer Richtung, es gibt ja auch, glaube ich, der 99 Abspaltung. 73. Oder 73 Abspaltung. Und das ist ja auch so, das ist zwar nicht so eine krasse Sache, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie im Christentum, dass da das Symbolische so in Frage gestellt wird, sondern halt kleinere Sachen, ja? Mhm. Da muss man auch sagen, ja, zum Beispiel in der Sunna wird das so gesagt, dann der Schiit macht das dann so, der andere macht das so. Also ich für mich, wenn ich das so sagen darf, worum es mir geht, wenn ich mich für einen Glauben entscheiden sollte oder müsste oder kann überhaupt, ne, von mir aus, dann will ich auch einen Glauben praktizieren, wo ich daran hundertprozentig überzeugt bin. Genau. Nicht das mache, weil zum Beispiel meine Mutter über alles liebe oder weil ich den besten Freund der Welt habe oder weil 1 Milliarde Leute das praktizieren. Ja. Mein Kollege sagt zum Beispiel, hat immer so ein Beispiel genannt, so Patrick, wie kann das sein, dass du so blind bist, aber ein Mathematiker, der 10-mal so schlau ist wie du, 10-mal studiert hat, alles weiß, aber vom Christen zum Islam konvertiert? Dann sage ich Ihnen mal ein Beispiel, ich sage, das kann sein, aber bestimmt gibt es ein Beispiel, dass genauso ein schlauer, oder noch schlauer sogar, als der vom Christentum oder vom Buddhistentum oder von was weiß ich was, zum Islam konvertiert ist. Ne? Mhm. Also bei mir ist es wirklich so eine Anfangssache und ich bin dann immer so, ja, wie willst du dich da entscheiden, ja? Nee, also, nee, dann bist du allgemein immer schwer entscheiden für irgendwas. Halim weiß das auch ein bisschen, ne? Und dann noch in so einer komplexen Sache. Ich könnte jetzt nicht sagen, das Christentum ist mir sympathisch. Ich glaube daran, Jesus war ja voll nett, voll korrekt zu sagen. Ist ein bisschen lustig darzustellen. Und im Großen und Ganzen ist es ja auch eine nette Geschichte. Er hat die Sünden von den Menschen genommen, weil die so schlecht waren. Und Gott ist ja eigentlich wirklich sehr korrekt, auf gut Deutsch gesagt. Er hat ja seinen Sohn geschickt und ja, wie korrekt er ist, er hat sogar seinen Sohn sterben lassen im Endeffekt, dass die Leute wieder eine Chance haben, auf der Erde zu leben. Das ist natürlich schön, aber wenn er so gewesen wäre, ja. Die Frage ist genau so, was so gewesen wäre, ne? Ja, genau. Denke ich mir auch so, kann das so richtig sein. Ne? Eben. Aber denke ich mir so, ja, warum praktizieren das 10 Millionen Menschen? Warum wird einer Pfarrer, warum lässt sich ein Indonesier, weil er so gläubig ist, ans Kreuz nageln im Endeffekt? Und es gibt ja so eine Christen, die lassen sich ans Kreuz nageln, ja, an dem Tag von dieser Kreuzigung. Ne? Mhm. Ja. Ich meine, deine Fragen sind sehr, sehr berechtigt und das soll normalerweise jeder vernünftige Mensch die Fragen stellen. Also man soll nicht einfach so glauben, weil die anderen so machen oder weil ein Mathematiker Muslim geworden ist. Das ist schön für ihn. Er hat vielleicht irgendwelches Gefühl bekommen, dass er Muslim geworden ist. Bloß das ist nicht vernünftig, die Menschen nachzumachen. Also das heißt, weil er gemacht hat, muss ich das machen oder mein Mann tat. Du hast vorhin gesagt, weil meine Mutter so mich erzogen hat, muss nicht unbedingt so bleiben, wenn das nicht wahr ist. Die Frage, also deswegen habe ich, also das Thema, was ich geöffnet habe, ist sehr wichtig, weil das ist normalerweise ist die Lösung für alles. Also das kürzt auch so viel ab. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal Christentum erstmal betrachte, was bedeutet Christentum? Christentum bedeutet, dass ich befreit von der Sünde bin durch Jesus und durch diese Glaube gehe ich ins ewige Leben, ins Paradies. Das ist die Christentum. Also das ist das A und O in der Geschichte. Das heißt, die Sünde, die normalerweise jeder Mensch von Adam geerbt hat, wurde durch Jesus aufgelöst, wurde gelöst. Das heißt, es existiert nicht mehr. Das heißt, entstand jemand, der nicht von Adam abstammt, sondern von Gott direkt, der Sohn Gottes, der uns von der Sünde befreit hat. So, das wäre wirklich super, also traumhaft, wenn das so gewesen wäre. Ich würde auch sofort glauben. Bloß die Quelle, die das behauptet, ne, habe ich überprüft. Hat sich festgestellt, dass Jesus selber hat nichts davon gewusst. Gar nichts. Hat sich auch festgestellt, dass die Bibelschreiber, die sind viel später gekommen, haben angefangen zu schreiben. Und auch einige, wenn ich dir vorlese, zum Beispiel, was in der Bibel steht, wie Markus seine Bibel geschrieben hat. Das heißt, wenn ich von Anfang an schon sehe, dass das ein Hobby gewesen ist, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie viele andere auch sich dafür entschieden haben, die Bibel zu schreiben, habe ich auch so gesehen, dass ich auch
das machen kann, und hat angefangen, die Bibel zu schreiben. Das heißt, die Bibelschreiber, die wurden nicht von Gott beauftragt zu schreiben. Die Bibelschreiber existierten zu 99,9% nicht zu der Zeit Jesu Christi. Das heißt, Jesus hat nicht gesehen, was sie geschrieben haben. Jesus selber hat nicht geschrieben. Jesus selber hat nichts von Gott, also laut dieser Bibel, Jesus selber hat nichts als Schriftliches von Gott bekommen. Das heißt, die Bibel, die er bekommen hat, existiert nicht mehr. Das sind nur Sachen, die wurden hier reingeschrieben, laut Berühmtheit. Das heißt, das ist berühmt oder bekannt unter den Menschen, dass das so gewesen ist. Und dann haben sie niedergeschrieben. So, das heißt, die Originalbibel, die fehlt, die haben wir nicht. Das heißt, die Lehre, die jetzt das uns erzählt, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben, und sie haben das natürlich, dieses Wunder, ausgenutzt, dass er ohne Vater geworden ist, das sollte normalerweise für Menschen ein Wunder gewesen sein und nicht, dass sie ihn vergöttern. So entstand durch die Menschen, die auch Fehler machen wie du und ich. So der Vollkommene, ne, Jesus, hat kein Buch geschrieben oder kein Buch hinterlassen. So dass man sagt, ich bin Jesus, ich bin Christ, das heißt, ich muss Jesus Christus folgen. Dann brauche ich natürlich kein Dokument von ihm. Wenn ich nicht das habe, dann kann ich nicht behaupten, dass ich Christ bin. Überhaupt nicht. Ich habe die Bibel von Matthäus, ich habe die Bibel von Lukas, ich habe die Bibel von Markus, ich habe die Bibel von Johannes, die vier Evangelien. Aber wo ist die Bibel von Jesus? Das ist normalerweise die Frage. Das heißt, wenn ich wirklich ein wahrer Christ werden möchte, muss ich die Bibel von Jesus haben. Und was wird dann als Antwort gegeben darauf? Eine Antwort von den Christen. Ja. Sie meinen, dass sie richtig sehr aufrichtige Menschen gewesen sind, die Bibelschreiber. Und sie haben Inspiration bekommen, diese Bibel zu überliefern. So, das ist ihre Antwort. Aber stimmt gar nicht. Die selber, die sagen das nicht. Die Bibelschreiber sagen nicht, dass sie Inspiration bekommen haben. Die haben ihre Meinung gesagt. Zum Beispiel, er sagt, ich sah auch mich fähig dazu, zu schreiben wie alle anderen. So, auch nicht nur die vier Evangelien haben damals existiert, sondern mehrere Evangelien waren dort bekannt unter den Christen. Bloß die haben dann nachher sich geeinigt über die vier Evangelien. Das heißt, alle anderen wurden abgeschafft. So, zum Beispiel die Bibel von Barnabas. So, da haben sie jetzt, sagen wir vor 50 Jahren, haben sie eine Schrift davon gefunden. Und der Barnabas war auch ein Freund von Paulus. So, warum haben sie von Paulus übernommen und von Barnabas nicht? Weil Barnabas hat das wortwörtlich das geschrieben, dass nach Jesus noch ein Prophet kommen wird, dessen Namen Mohammed. Der hat das reingeschrieben in seinem Buch. Und Barnabas Name wird in der Bibel erwähnt. Das heißt, ich möchte gerne diese Person jetzt wissen, wo ist sie denn geblieben? Wieso ist sie nicht hier? Es ist gar nicht mehr so interessant wie Paulus zum Beispiel. Das heißt, man weiß ja schon, dass das erstmal, wenn man sowas zu hören bekommt, dass irgendwas wird versteckt, irgendwas wird verheimlicht. Zum Beispiel die Qumran-Rollen, die haben das im Roten Meer letztens gefunden, so vor 20 Jahren ungefähr oder 15 Jahren, sind sie aber verschwunden. Wo sind die? Ne? Wo ist die erste Auflage von der Bibel? Wie alt ist die erste Auflage von der Bibel? Die Manuskripten von der Bibel, wie alt sind sie? Also die älteste Manuskript ist über 130 Jahre nach Jesus entstanden. So, jetzt aber im Vergleich zu dem Koran. Also ich meine, man muss das behandeln und nicht die Menschen, nicht Muslime, Sunniten und Schiiten und so. Das sind ja Menschen, die sich über einzelne Details im Fundamente hier bearbeiten oder streiten sich darüber. Und deswegen spalten sich in zwei verschiedene Meinungen. Das heißt, das sind Meinungsverschiedenheiten und nicht Religionsverschiedenheiten. So, das heißt, wir haben den einen Koran. Also die Christen, die Sunniten und die Schiiten glauben beide an einen Koran. Es gibt nicht mehrere. Ja, ich habe eine Frage dazu. Im Islam war es, wie lange hat es gedauert, bis über den Propheten oder der Koran zum Beispiel zusammengefasst wurde? Das war doch auch 80 oder keine Ahnung, wie viele Jahre später. Der Koran wurde in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgeschrieben. Bloß das wurde nicht gesammelt. Als Koran, ja, okay, als die Sammlung, okay. Die Sammlung. Aber die zum Beispiel die ganzen Hadithe, die sind doch auch von anderen Leuten. Ja, die Hadithe, sie haben einen zweiten Rang.
Die Hadithe sind nur Hilfsmittel, um den Koran zu erklären. Also Hadithe sind für uns sind so lange nicht authentisch, wenn sie sich nicht mit dem Koran übereinstimmen. Wenn die nicht mit dem Koran übereinstimmen. Und das war ein Gebot des Propheten. Das heißt, alles, was ihr hört von mir, sollt ihr mit dem Koran vergleichen. Ich verstehe nicht den Unterschied jetzt zu dem Christentum. Ja, im Christentum ist das Fundament wurde nicht geschrieben. Weil Matthäus zum Beispiel schreibt doch zum Beispiel bestimmte Gefährten von Jesus schreiben doch über Jesus. Genau. Und im Islam ist es so, dass bestimmte Gefährten, wenn wir sie mal so nennen, Gefährten dann über den Propheten schreiben. Ja gut, das wo ich sehe den Unterschied nicht. Der Unterschied liegt darin, das ist sehr wichtig auch, dass das Fundament bei den Muslimen existiert, der Koran, als Inspirationsbuch. Da haben die Gefährten des Propheten da nicht zu suchen. Bloß das Fundament bei den Christen existiert nicht. Da haben die Gefährten des Propheten auch nicht Gefährten. Das waren auch Menschen, die Jesus überhaupt nicht erlebt haben. Ne? Die haben ihre Finger in den Fundament drin. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Das darf man nicht. Das heißt, was Gott gesagt hat, ist vollkommen. Was die Menschen sagen, ist unvollkommen. Es sei denn, Jesus hat das gesagt, weil er vollkommen war. So, aber Jesus... Wenn ich das Buch von vorne bis hinten aufblättere, finde ich da drin, dass da über Jesus gesprochen wird und nicht, dass Jesus selber irgendwas gesagt hat. Ich hab ein Angebot gemacht bei meinem Gesprächspartner, der fast jeden Tag bei mir war. Ich habe gesagt, ich brauche nur ein Wort von Jesus. Ein Wort, dann werde ich Christ. Ich lege alles hin, ich gebe alles auf, aber bring mir ein Wort von Jesus in der Bibel. Kein Wort. Alles, was er gebracht hat, das wird über Matthäus erzählt. Also von Matthäus, nicht von Jesus. Alles, was er gebracht hat, also nichts, kein Spur von Jesus. Ich habe gesagt, diese Bibel, was du mir gebracht hast, ist nicht von Jesus. Ich will, damit ich Christ werde und mich selbst nicht belüge, ich brauche ein Dokument von Jesus selbst. Koran zum Beispiel ist nicht von Mohammed selbst. Koran ist von Gott, weil drinnen, wenn ich das Buch aufmache, zum Beispiel steht im Namen Gottes des barmherzigen Gnädigen. Gottes. Er sagt, oh ihr Menschen, sofort werde ich angesprochen. Dann weiß ich, dass es Gott ist. Aber die Bibel, zum Beispiel 1. Mose, was steht da? Am Anfang schuf Gott. Das heißt, wird über Gott gesprochen. Nicht ich habe am Anfang gemacht. Richtig so. Sondern auch Mose, zum Beispiel sogar die Tora, was Altes Testament genannt wird heute. Wenn ich die Tora jetzt annehmen werde, zum Beispiel 1. Mose, das muss von Mose sein. 2., 3., 4., 5., das muss alles von Mose sein. Aber das wird über Mose gesprochen, nicht von Mose selbst. Das heißt, jemand schreibt auch sogar über Mose und nicht Mose selbst. Weil am Ende des Buches, am Ende dieser Bücher, diese Genesis heißen die fünf Bücher Mose, in dem letzten Buch steht geschrieben, und dort starb Mose und dort wurde er begraben. Das heißt, das Buch ist nicht von Mose. So. Das heißt, sogar die Tora ist nicht von Gott, die wir jetzt haben. Aber wir glauben, dass die Tora gekommen ist. Bloß wo sie geblieben ist, ist nicht mehr zu finden. Und das war der Grund, warum der Koran herabgesandt wurde mit einem Wunder, dass er bis alle Ewigkeit bleibt unverfälschbar. Das heißt, heutzutage, warum dieser Mathematiker Muslim geworden ist, er hat einen Grund. Weil er fand als ein Mensch, der wirklich in den Stoff ein Experte ist, er konnte nicht mathematisch den Koran widerlegen, weil der Koran mathematisch verschlüsselt ist. Und der Koran gibt immer Herausforderungen. Er sagt, wenn Sie meinen, dass das nicht von mir käme, dann sollen Sie ein Vers wie mein schreiben. Stell dir mal vor, 1400 Jahre haben die Menschen Möglichkeiten gehabt und die haben bis jetzt gar nicht geschafft, so ein Vers wie den Koran zu schreiben. Aber im Koran wird ja im Koran geschrieben, zum Beispiel, hat mein Freund mir damals ein Beispiel genannt. Ja, im Koran stand zum Beispiel vor 1400 Jahren, da wurde ja, glaube ich, 600 irgendwie runtergeschickt, ne? Nachgeschickt, ja, genau. Und da standen eigentlich Sachen drin, die jetzt passieren sein sollten. Mit dem Mond zum Beispiel, irgendwie, dass da diese Spaltung drin ist und dass das jetzt, ausgeschickt worden ist, bewiesen worden ist. Genau. Bewiesen worden ist, ja. Aber ich bin damit jetzt auch nicht so richtig befasst, aber kannst du mir jetzt noch ein anderes Beispiel nennen, was da jetzt gesagt worden ist, was jetzt zum Beispiel eindeutig, wo sich aber nicht der Islam sagt, sondern wo sich alle einig sind.